der irgendwie auch nicht so ganz funktioniert. Ganz gern behalten, weil schließlich wollen wir unseren Hund wieder haben. Gehen wir hier nochmal runter. Der will nicht, dass wir mit dem Roboter spielen. Können wir wieder zurückgehen? Scheinbar nicht. Das können wir hier auch nicht anpacken. Das Ding hier wieder. Damit können wir gar nichts machen. Können wir den Kristall dem Roboter geben? Warum auch immer? Scheinbar ist der Kristall dem Roboter relativ egal. Außer wir werfen ihn in den Kopf. Ja, würde ich sagen. Weiter geht's. Roboter weg, Alarm immer noch da. Hey, drücken wir einfach hier den Knopf. Und dann geht's hier hoffentlich auch wieder raus. Du bist ja ein süßes Fisch. Hier kommt eine Wahl an. Hello. Ja, wir steigen in den Fahrstuhl. Lang genug das Aquarium bewundert. Was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Ich spiele jetzt einfach mal so lange hier mit den Knöpfen rum, bis hier was Hübsches passiert. Komm ich auch hier raus? Und Anhaltspunkt brauche. Was zu tun ist. Wir haben hier einen Wal, wir haben hier einen Seestern, wir haben hier so ein Vieh. Alles irgendwie nicht weit her. So, was an der Burg erkennbar? Genau. Was geht denn mit dir? Hallo? Hallo? Irgendwie will das Spiel gerade nicht so wie ich will. Er ist hier am Watscheln, kommt nicht in den Fahrstuhl rein. Ist hier komisch.
Ja, ich habe das einfach mal jetzt hier, ne, neu geladen, das Bild. Hier kommt der Lager. Wir haben hier so ein Vieh. Da ist auch nichts erkennbar. Wir haben hier eine Muschel. Können wir irgendwas mit der Muschel machen? Ich meine, letztendlich ist da ja eine riesen Glasscheibe zwischen. Wir haben hier auch nichts, was irgendwie versteckt ist oder ähnliches. Gehen wir nochmal in den Fahrstuhl rein. So. Ach, wir haben hier eine Lampe und wir müssen wahrscheinlich zu der Lampe rüber. Okay. So, dann können wir hier auf den Knopf drücken. War jetzt doch nicht das schwerste Rätsel. Müsste ich nur die Bilder ein bisschen angucken. Da pennt einer. Ja, wir sind im Fahrstuhl stecken geblieben. Wie mir scheint. Oh. Oh, ist die niedliche Spinne. Ah. Sieh, wir sind Fachkraft für Fahrstuhlreparaturen. Okay. Wir haben jetzt ein Schaf, das an dem ein Zeppelin angebunden ist. Wir haben hier einen Schäfer. Was bist du hier? Ah, ein Schafschergerät. Damit scheren wir doch einfach mal das Schaf. Mal schauen, was passiert. Dann fliegt es weg. 7, 2, 4, 5. Das wird wahrscheinlich hier für die Tür der Code sein. 7, 2, 4, 5. Das kann man sich zwar fast merken. Komm ich hier hoch? 7, 2, 4, 5. Ah, da kann ich das jetzt nochmal durchgucken. Falls ich den Code doch vergesse. 7, 2, 4, 5. Ok. Ja, so ist schön. Ich habe Big verlassen. Prinzipiell haben wir auch den Stein uns genommen. Hier ist eine relativ kaputte Windmühle. Ich schätze, dass das der Rest ist von der Windmühle. Ja. Hier ist ein Kurbel. Kann ich darüber gehen? Kann ich nicht, das ist ein Weg, das wird das Problem sein. Jetzt habe ich mir hier eine Kurbel eingepackt. Kann er jetzt natürlich auch die... Kann ich nicht. Ja, habe ich auch keine Ahnung. Gehen wir direkt wieder runter. Hier baut auf jeden Fall jemand eine Windmühle. Hier ist die Pumpe. Hier kann ich sie anbringen. Was passiert, wenn ich dann da pumpe? Dann dreht sich die Windmühle. Da klettert jemand den Berg hoch. Ganz dezent.
schlecht. Ja, guck mal, ja, fein. Deshalb habe ich den Berg hochgeklettert und hole direkt wieder runter. Manche Menschen haben auch komische Hobbys. Hier ist noch eine Windmühle. Mit Fenstern. Geschlossene Fenstern. Und hier ist ein Elektrozaun. Ja, springen wir auch einfach in den Brunnen. In dem Brunnen ist eigentlich nur dunkel. Hier haben wir noch die Gruppe. Ja, ich glaube, ohne Licht wird das hier drin nichts. Ich bin froh, dass ich den Ausgang wieder gefunden habe. Ich schätze das. Was, kann ich hier die Zeichnung angucken, was die bedeutet? Aber ich kann sie mir angucken, aber was das bedeutet, steht dann auf einem anderen Blatt. Okay. Kann ich hier die Kurve anbringen? Ja, kann ich tatsächlich. Ah. Hier scheint zwar die Sonne auch auf die Lampe, aber es hilft mir auch scheinbar nur bedingt weiter. Das hier ist bestimmt für ein Rätsel. Ja, ich muss bestimmt was leicht Brennbares in die Lampe stecken. So ein Fenster zum Beispiel. Ah, die sind scheinbar alle abgeschlossen. Das ist die Frage, ich hier noch irgendwo was her? Scheinbar nicht. Ich kann natürlich hier rüber gehen. Gucken, ob ein bisschen Eimer komme. Auch nicht. Muss ich wirklich hier im Dunkeln im Brunnen mir wahrscheinlich ein Stück Kohle oder so suchen? Gucken wir mal, ob ich hier spontan irgendwas greifen kann. Hier oben ist der Fall wieder nach oben. Hier ist doch was. Es kommen Geräusche, aber das war's auch schon. Hier ist überall nichts. Es ist hier dunkel auf jeden Fall. Hier geht's dann wieder nach oben. Ja. Klettern wir doch hier einfach wieder nach oben. War ja ein toller Ausflug in den Brunnen. So, irgendwas muss ich in die Lampe machen. Jetzt kann ich hier zurückgehen? Vielleicht finde ich da ja was Brennbares. Wolle zum Beispiel. Nee, aber auch zurück ist keine Lösung. Die Fenster brennen zu. Ja.